Werte Gäste, ich sehe sie nicht alle, aber ich weiß, dass sie da sind und das ist sehr schön. Ich freue mich, dass sie sich mitten im Adventsgewusel Zeit nehmen und während alle anderen Geschenke kaufen und wahnsinnig viel Stress haben, entspannen wir uns jetzt bei einem Blick auf unser Gesundheitssystem. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo alle, die heute hier mitmachen, in einem Wunsch vereint sind. Friede auf Erden sowieso, aber hier speziell wünschen wir uns alle ein Gesundheitssystem, das inklusiv ist, das für alle barrierefrei erreichbar ist und verfügbar, das Selbstbestimmung ermöglicht und Patientensicherheit stärkt. Ich glaube, das steht bei Ihnen allen auf der Liste, die Sie an Bord sind. Und ich bin Tanja Sambrotzky. Ich freue mich sehr, dass ich Sie als Journalistin dabei heute begleiten darf. Und als erste Amtshandlung darf ich Ihnen unsere Gastgeber vorstellen. Zum einen ist das die Dr. Ruth Hecker. Sie ist Fachärztin für Anästhesie und hat schon in ihrer Ausbildung gemerkt, wie viel schiefgehen kann, auch im Klinikalltag. Und deshalb hat sie sich zudem spezialisiert als Gesundheitswissenschaftlerin auf Qualitätsmanagement und sie ist Chief Patient Safety Officer der Universitätsmedizin in Essen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich tolle Kombination aus Theorie und Praxis für jemanden, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit ist. Damit vertritt Frau Dr. Hecker eben einen unserer Gastgeber. Und dieses Bündnis setzt sich dafür ein, der Name sagt schon, die Umsetzung von Patientensicherheit zu etablieren als Leitprinzip im Gesundheitswesen, buchstäblich die PS, die Patientensicherheit auf die Straße zu bringen. Und neben ihr, Sie sehen, die beiden sind wie Ernie und Bert vereint auf einem Bildschirm, ist Nils Reith. Der interessiert sich leidenschaftlich für Innovationen, die den Sozialstaat zukunftsfest machen. Und den kann der Politikwissenschaftler mitgestalten als Geschäftsführer der Gesellschaft für Versicherungswissenschaften und Gestaltung, sagen wir einfach GVG. Das ist unser zweiter Gastgeber und er ist aber in Personalunion auch unser dritter Gastgeber, gewissermaßen als Geschäftsführer des Kooperationsverbunds Nationale Gesundheitsziele. Das ist ein Netzwerk, in dem sich über 140 Organisationen aus dem Gesundheitswesen dafür stark machen, die Lebensqualität, die Gesundheit in Deutschland zu erhöhen. Und Inklusion und Patientensicherheit, das muss ich Ihnen nicht sagen, gehören dazu. Also ein Doppelpack und Kompetenz vereint und wir freuen uns auf Ihre Begrüßung. Ja, Tanja, wir freuen uns. Ich muss mich anschalten, habe ich getan. Herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation. Ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu können zu unserer heutigen Veranstaltung, ein inklusives Gesundheitssystem für alle. Wir wissen, dass die Vorweihnachtszeit mitunter sehr stressig sein kann. Auch im politischen Berlin ist immer noch eine Menge los. Umso schöner ist es, dass Sie zahlreich die Zeit gefunden haben, sich heute einzuschalten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Stefan Schwarze, dem Bundesbeauftragten für die Belange der Patientinnen und Patienten, bei Herrn Dusel, dem Bundesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung und bei Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende Verband der Ersatzkassen, stellvertretende Vorsitzende auch der GVG und auch Beauftragte für den Kooperationsverbund Gesundheitsziele. Also sind auch quasi Mitgastgeberin heute. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und dann muss ich noch aktuell entschuldigen, aber wir hoffen, er kommt gleich dazu. Herr Dr. Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, ist kurzfristig noch zu einer Pressekonferenz mit Herrn Lauterbach berufen worden. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und dort ist er gerade und wir hoffen, dass er gleich noch dazu kommt. Ja, wir feiern heute, Tanja hat es gesagt, in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Also es ist die erste Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Patientensicherheit in der Form machen. Und es ist die erste Veranstaltung, die wir eben auch als GVG und Gesundheitsziele quasi zu dritt umsetzen. Wir machen das deswegen, weil das Thema Patientensicherheit uns beide bewegt. Das Aktionsbündnis natürlich sehr stark, aber auch die GVG hat mit dem Thema Gesundheitsziele Patientensicherheit im letzten Jahr das Gesundheitsziel veröffentlicht. Und deswegen haben wir jetzt auch im vergangenen Jahr noch stärker zusammengefunden. Und das drückt sich auch in der heutigen Veranstaltung aus. Ja, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auch eine spannende Diskussion, durch die Tanja uns gleich begleiten wird. Vielleicht noch vorweg ein Satz. Wir wissen, dass Menschen mit Behinderung heute nicht prominent auf dem Podium vertreten sind. Wir wissen und möchten auch natürlich Menschen mit Behinderung in dieser wichtigen Frage unbedingt mit einbeziehen und planen auch schon Folgeformate. Also es wird im nächsten Jahr, weil es hat schon so viel Resonanz jetzt auch zu dieser Veranstaltung gegeben, weitere Veranstaltungen geben.
Und getreu dem Motto, nichts ohne, nichts über uns ohne uns, werden wir natürlich auch bei weiteren Veranstaltungen die Menschen mit Behinderung direkt zu Wort kommen lassen. Durch Herrn Dusel sind Sie aber natürlich auch als Bundesregierung quasi mitvertreten, aber betroffene Verbände werden wir natürlich auch in weiteren Veranstaltungen mit einbeziehen. Ja, wir haben 5 Minuten, deswegen will ich gar nicht zu lange reden und Ruth soll ja auch noch was sagen. Deswegen freue ich mich auf eine spannende Veranstaltung und würde gerne Ruth nochmal das Wort geben, dass sie vielleicht auch nochmal etwas zum Beweggrund der Veranstaltung heute auch sagt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Samrotzi, für die Vorstellung. Danke, Nils, für die Grüße schon an die anderen Teilnehmer. Auch ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen und ich finde es großartig, dass wir die Veranstaltung zusammen als Gastgeber vertreten. Die gemeinsame Reise, die Zusammenarbeit zwischen APS, also dem Kooperationsverbund Gesundheitsziele.de, besteht ja schon länger. Und zwar verbunden durch eine Person, Günther Junitz, Gründungsmitglied vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, der sich sehr engagiert in der Erarbeitung des nationalen Gesundheitsziels Patientensicherheit eingebracht hat. Und vielen herzlichen Dank dafür, Günther, falls du dabei sein solltest. Seit 2022 gibt es jetzt das nationale Gesundheitsziel Patientensicherheit. Und das bedeutet halt, die Patientensicherheitskultur auf allen Ebenen des Gesundheitswesens aktiv zu fördern und die Patientensicherheitskompetenz wird bei allen Beteiligten im Gesundheitswesen aktiv ausgebaut. Das sind so die Ziele, die Kultur und die Kompetenz auszubauen, weil wir da auch gemeinschaftlich noch einige Defizite sehen. Die Diskussion aber zur echten Barrierefreiheit und Diversität der Gesundheitsversorgung ist eine essentielle Grundlage zur Erreichung von Patientensicherheit und ist weiterhin eine der Kernforderungen vom Aktionsbündnis Patientensicherheit. Patientensicherheit kann nur erreicht werden, wenn das gesamte Spektrum der Patienten und Patientinnen mitgedacht wird. Und Patientenorientierung im Gesundheitssystem darf eben bestimmte Patientengruppen nicht ausschließen, so wie es in der Pandemie zeitweise auch geschehen ist. 13% der Menschen in Deutschland haben eine Behinderung, circa 16% haben eine Beeinträchtigung, 28% haben einen Migrationshintergrund. 51% sind Frauen. Echte Barrierefreiheit existiert erst dann, wenn alle individuellen und kulturellen Identitätsaspekte wirklich auch berücksichtigt werden. Ich darf Sie begrüßen zu einer spannenden Veranstaltung. Ja, Ja, so viel vielen von Dank. Ruth und Nils oder Ernie und Bert, wie du es gerade genannt hast, Ja. Tanja. Zurück zu dir, du hast das Wort. Danke. Ich hatte noch an Netzer und Delling gedacht, aber ihr seid Ja, ja. oder so, ja, sehr gut. Ja, wie schön. Also, danke schön, Frau Hecker. Sie haben uns ja auch schon ein bisschen eingestimmt mit den Zahlen, die Sie genannt haben. Und bevor wir gleich ins Panel gehen und das lebhaft wird, freue ich mich, wenn wir das noch kurz vertiefen mit zwei kurzen Impulsen. Und den Anfang macht Jürgen Dusel, wurde schon begrüßt schon von Nils Reith, seit 5 Jahren Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Und das ist ein Amt, das Herrn Dusel, der übrigens Jurist ist, schon auf Länderebene innehatte in Brandenburg. Und er hat sich für seine Amtszeit das Motto gegeben, Demokratie braucht Inklusion. Und Jürgen Dusel, das darf ich Ihnen gerade im Advent verraten, braucht Musik. Er ist leidenschaftlicher Pianist, hat das absolute Gehör und empfindet das Improvisieren im Jazz als wohltuenden Ausgleich. Und ich glaube, Improvisation ist eine Gabe, die auch im politischen Alltag nicht schadet. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie improvisieren, so oder so, wird es bestimmt spannend, was Sie zu sagen haben, Herr Dusel. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Hecker, lieber Herr Reit, meine Damen und Herren. Mit dem Improvisieren ist das immer so eine Sache. Man muss natürlich den richtigen Ton finden, damit es gut klingt. Und wenn man dann beispielsweise mit 3 Leuten zusammen Musik macht, also ich will jetzt nicht auf die Koalition eingehen, dann ist natürlich auch wichtig, dass jeder sozusagen sein Instrument beherrscht, damit es funktioniert. Neben der Juristerei ist tatsächlich Musik für mich eine ganz wesentliche, zentrale Geschichte in meinem Leben. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Sondern ich will darauf eingehen, dass ich natürlich einerseits der Beauftragte der Bundesregierung bin, aber selbst auch ab und zu mal Patient, und zwar mit einer Behinderung. Ich bin nahezu blind, ich bin tatsächlich blind, ich habe einen Sehrest von 1 bis 2% und ich könnte Ihnen aus eigenem Erleben eine Menge erzählen über die Frage, wie Menschen mit Behinderungen Zugang haben zu unserem Gesundheitssystem, das ja eigentlich als ganz gut gilt. Aber wenn man das sozusagen aus der Perspektive der Menschen mit Behinderungen betrachtet, dann kann ich sagen, dass wir in Deutschland tatsächlich ein Qualitätsproblem haben im deutschen Gesundheitssystem.
Und ich möchte gerne ein paar Begriffspaare mit Ihnen sozusagen meine Gedanken darüber teilen. Das ist zum einen natürlich das Begriffspaar Patientensicherheit und Selbstbestimmung. Das ist aber auch das Thema Selbstbestimmung und Barrierefreiheit. Und Sie hatten das ja im Grunde schon anmoderiert. Beginnen will ich damit, dass die Bundesrepublik Deutschland vor knapp 15 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat, also geltendes Recht hergestellt hat. Und die UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass nämlich Menschen mit Behinderungen Zugang haben müssen zum allgemeinen Gesundheitssystem in der gleichen Bandbreite, in der gleichen Qualität und ortsnah wie Menschen ohne Behinderungen. Das sagt ja auch im Grunde im Umkehrschluss Paragraph 2a des SGB V. Denn wir reden ja, meine Damen und Herren, um Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist mir sehr wichtig. Es sind Patientinnen und Patienten wie andere Menschen auch. Sie sind Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung. Und wir können uns jetzt mal die Frage beantworten, inwieweit diese Versicherten gleichberechtigt wie andere Versicherte ohne Behinderungen die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, ja, für sich in Anspruch nehmen können oder eben auch nicht. Und ob das neben der Frage der Fairness und die Frage der Gerechtigkeit nicht eigentlich eine strukturelle Benachteiligung ist von Menschen mit Behinderungen, die beispielsweise, wenn sie Zugang finden wollen zu Arztpraxen, auf viele, viele Barrieren stoßen, weil wir ja alle wissen, dass die überwiegende Anzahl von Arztpraxen, ich gehe davon aus ungefähr 3/4, nicht barrierefrei sind. Mit welchem Recht, meine Damen und Herren, schließen wir Menschen, gesetzlich Versicherte der GKV aus, beispielsweise ortsnah eben einen Facharzt, eine Fachärztin aufzusuchen. Und uns ist klar und Ihnen ist sicherlich auch klar, dass die Gruppe der Menschen mit Behinderung sehr heterogen ist. Also wir bei der Barrierefreiheit eben nicht nur auf die bauliche Barrierefreiheit für Rollstuhlnutzende achten sollten, sondern beispielsweise auch im Blick haben müssen, dass es Menschen gibt, die auf leichte Sprache angewiesen sind und die genau die gleichen Rechte auf eine informierte Entscheidung, Patientenentscheidung haben wie andere Menschen auch. Und man sehr schlecht qualitativ unterwegs ist, wenn man glaubt, dass sie sozusagen aufgrund vielleicht einer kognitiven Einschränkung das gar nicht leisten können, ohne sich vorher vielleicht mal Gedanken zu machen, wie man tatsächlich durch entsprechende Unterstützung, durch die Verwendung von leichter Sprache, durch Assistenz tatsächlich auch Menschen mit Lernbeeinträchtigungen in die Lage versetzt, selbstbestimmt zu leben, indem sie informierte Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen manchmal, weil wir gerade im medizinischen Bereich, da will ich niemandem zu nahe treten, eher noch defizitär orientiert sind, Menschen bestimmte Fähigkeiten ab, von denen wir gar nicht wissen, ob sie diese Fähigkeiten denn nicht doch haben, wenn sie entsprechend unterstützt werden. Deutschland hat also nicht nur die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und zu geltendem Recht gemacht, sondern Deutschland wurde jetzt gerade vor wenigen Wochen, Ende August, geprüft vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und hat gerade was das Gesundheitswesen betrifft, harsche Kritik einstecken müssen, weil der UN-Fachausschuss klar gesagt hat, es ist eine große Diskrepanz einerseits zwischen der finanziellen Ausstattung des Gesundheitssystems, also wir haben ein relativ teures Gesundheitssystem in Deutschland, aber wir haben sozusagen keine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Da spielt natürlich die Arztpraxen unter anderem eine zentrale Rolle. Und deswegen ist es sehr wichtig, meine Damen und Herren, dass wir zweierlei parallel machen. Das eine ist, dass der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag jetzt endlich umgesetzt wird, auch durchs Gesundheitsministerium, in dem jetzt ein Aktionsplan entsteht für ein diverses, für ein barrierefreies und inklusives Gesundheitssystem. Also letztlich die Umsetzung dessen, was wir mit Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention und mit Paragraph 2a SGB V eigentlich versprechen. Und dass wir auf der anderen Seite, unabhängig jetzt von diesem Aktionsplan, bestehende Problemlagen nicht auf die lange Bank schieben, sondern beispielsweise im Bereich der Barrierefreiheit von Arztpraxen durch eine Gesetzesänderung im Behindertengleichstellungsgesetz oder eben auch, wenn es um die außerklinische Intensivpflege geht, indem wir uns das IPREG noch mal genauer anschauen, also parallel zum Aktionsplan rechtliche Veränderungsbedarfe artikulieren und die dann auch dies auf die Schiene bringen. Ich will das Begriffspaar Selbstbestimmung und Patientensicherheit nochmal benennen und Ihnen einfach eine Situation nochmal schildern, wo es ziemlich deutlich ist,
dass man das nicht gegeneinander ausspielen darf und dass die Barrierefreiheit tatsächlich die Voraussetzung auch für Selbstbestimmung ist. Das ist übrigens ein Grundsatz, den wir in unserer Verfassung mit Artikel 2 festgeschrieben haben, die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und wenn Sie sich beispielsweise die gynäkologische Versorgung von Frauen mit Behinderungen, insbesondere Frauen im Rollstuhl, anschauen, so kann man davon ausgehen, das sind zumindest die Zahlen, die ich kenne, dass es in der gesamten Bundesrepublik Deutschland weniger als 10, also in ganz Deutschland, weniger als 10 gynäkologische Praxen gibt, die für Frauen im Rollstuhl, was das Behandlungssetting betrifft, barrierefrei zugänglich sind. Das führt dazu, dass Frauen mit Behinderungen, also im Rollstuhl, bestimmte Vorsorgeuntersuchungen eben weniger machen, dass sie, ich sage das manchmal, für jede Vorsorgeuntersuchung eigentlich ins Krankenhaus müssten und dies eben nicht tun. Und deswegen ist der Eindruck, den die WHO nämlich in einer großen Studie festgestellt hat, weltweit, dass nämlich Menschen mit Behinderungen weltweit 20 Jahre weniger Lebenserwartung haben als Menschen ohne Behinderung. Und zwar nicht aufgrund ihrer Behinderung, sondern weil sie Barrieren, weil sie Zugangsbarrieren haben zum Gesundheitswesen. Weltweit dramatisch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Prävalenz von Frauen, die im Rollstuhl sind, an Krebs zu erkranken, wegen dieser Situation auch höher ist als Frauen ohne Behinderung. Und das ist ein Zustand, den wir nicht akzeptieren können und nicht tolerieren können. Das kann auch nicht unser Anspruch an eine moderne Gesundheitsversorgung sein, weil, meine Damen und Herren, Zugang zum Gesundheitssystem zu haben, ist für alle Menschen zentral. Wir haben das gerade in der Pandemie, glaube ich, ziemlich deutlich gemerkt, wie wichtig es für uns alle war, dass wir eben möglichst schnell Zugang zu einem hochqualifizierten Gesundheitssystem haben, auf das wir ja wirklich auch zum Teil stolz sein können. Aber dass das genauso gut gelten muss für Menschen mit Behinderungen, die genau den gleichen Anspruch und genau das gleiche Recht haben, Zugang eben zu haben. Vor diesem Hintergrund finde ich also die Auswahl Ihrer Themen, Barrierefreiheit, Selbstbestimmung und Patientensicherheit, sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig. Ich bedanke mich herzlich sozusagen, dass ich die ersten paar Minuten was dazu sagen konnte und will nochmal deutlich sagen, ich bin tief davon überzeugt, neben diesem Motto, Demokratie braucht Inklusion, bin tief davon überzeugt, dass es Aufgabe des Staates ist, eben nicht nur Recht zu setzen, also die UN-Behindertenrechtskonvention mit Artikel 25 zu ratifizieren oder Paragraph 2a im SGB V zu normieren oder auch im Sozialgesetzbuch 1 zu beschreiben, dass Sozialleistungen in barrierefreien Räumen zu erfolgen haben, sondern es ist vorwiegend Aufgabe des Staates, es ist die zentrale Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese gesetzten Rechte bei den Menschen ankommen. Konkret, dass also Menschen mit Behinderung sich darauf verlassen können, dass sie diese Rechte nicht nur auf dem Papier wiederfinden, sondern auch wirklich leben können. Und deswegen kommt auch meine klare Kritik teilweise an der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, jetzt immer noch, nachdem Österreich schon vor Jahren tatsächlich Rechte geändert hat und tatsächlich auch festgeschrieben hat, dass Arztpraxen barrierefrei sein müssen und notfalls auch Schadenersatzansprüche daran knüpfen, wenn sie nicht barrierefrei sind. Dass wir jetzt immer noch teilweise, auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, über die Kriterien von Barrierefreiheit diskutieren müssen, empfinde ich ehrlich gesagt als sehr unprofessionell. Und das will ich auch deutlich sagen. Wir haben eine Verpflichtung, dass Menschen mit Behinderungen, und Sie haben die Zahlen ja genannt, das ist keine kleine Gruppe, das ist eine große Gruppe, aber selbst wenn es eine kleine Gruppe wäre, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Zugänge haben zum Gesundheitssystem, das hat ganz tief mit unserer Demokratie und mit unserem Verständnis zu tun, dass alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland die gleichen Rechte haben, dass keiner mehr wert ist als der andere und dass es eben unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass diese Rechte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern dass sie tatsächlich auch gelebt werden können. Deswegen herzlichen Dank Danke. und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, danke. Sie haben schon ganz viel angesprochen, was wir auch im Panel vertiefen werden. Auch Ihre Kritik gerade werden wir sicher aufnehmen. Und ich freue mich, dass Sie auch so gut dargestellt haben, wie das, was heute hier in dieser Veranstaltungsform Premiere hat, wie gut das zusammenpasst. Barrierefreiheit, Selbstbestimmung und Patientensicherheit. Und den Ball insbesondere mit der Seite, wo Patientensicherheit draufsteht, so ein Ball hat ja viele Felder, wo was hinpasst, den übernimmt jetzt Stefan Schwarze. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten. Und da er mal Verwaltungsrat war in einer
einer städtischen Klinik ist der gelernte Industriemechaniker auch bestens vertraut mit den Mechaniken der medizinischen Realität. Seit 14 Jahren ist Herr Schwarz im Bundestag, 8 davon war er Sprecher der SPD-Fraktion im Petitionsausschuss und deshalb weiß er ziemlich gut, was den Menschen auf den Nägeln brennt, die da Eingaben machen, denn die meisten dieser Eingaben kommen aus dem Sozialbereich. 5 Minuten, lieber Herr Schwarze, wir sind gespannt auf Ihre Einstimmung. So, jetzt habe ich das Mikrofon auch an. Herzlichen Dank für diese Begrüßung. Herzlichen Dank für die Einladung an die Gastgeber und für die Anmoderation und auch herzlichen Dank für die treffenden Worte von Jürgen Dusel, mit dem ich da an vielen Stellen auch zusammenarbeite. Also, sehr geehrte Damen und Herren, beginnen möchte ich mein Eingangsstatement mit folgender Feststellung. Das gemeinsame Ziel aller in unserem Gesundheitswesen Tätigen ist es, optimale Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Das beinhaltet nach meinem Verständnis, dass diese Versorgung auch sicher ist. Patientinnen und Patienten haben Anspruch darauf, sicher versorgt zu werden. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Sicherheit in jedem Schritt des Behandlungsprozesses höchste Priorität hat. Patientensicherheit ist deshalb nichts Nebensächliches oder Zusätzliches. Nein, Patientensicherheit ist der zentrale Grundsatz einer jeden Heilbehandlung und muss im gesamten Gesundheitswesen für alle Akteure und Beteiligten handlungsleitend sein. Deshalb freut es mich auch, dass letztes Jahr in Deutschland als 10. nationales Gesundheitsziel das Gesundheitsziel Patientensicherheit unter dem Dach der GVG veröffentlicht wurde. Vielen Dank dafür nochmal allen Beteiligten und natürlich auch an die GVG. Die Bemühungen um mehr Patientensicherheit dürfen sich nicht nur auf die im Gesundheitswesen Tätigen richten, sondern sie müssen auch die Kompetenz der Patientinnen und Patienten adressieren. Sie sind ja die einzige Konstante, die den ganzen Prozess der gesundheitlichen Versorgung durchläuft. Deine Schnittstellen, die unterschiedlichen Beteiligten und die Kommunikationsschwierigkeiten erleben. Zudem wissen wir, dass Chronikern nur 1% ihrer Zeit im Gesundheitssystem verbringen. Die übrigen Zeit leben sie außerhalb des Gesundheitssystems mit ihrer Erkrankung. Auch sie benötigen Kompetenzen, damit sie sicher mit ihrer Erkrankung im Alltag umgehen können. Was ich aber unbedingt betonen möchte: Eine Verschiebung der Verantwortlichkeit für die sichere Gesundheitsversorgung zu Lasten der Patientinnen und Patienten darf es nicht geben. Und es darf auch nicht geben, und was es auch nicht geben darf, ist, dass Patientensicherheit oder die Änderung in der Erbringung von Leistungen mit dem Argument der Patientensicherheit in die Selbstbestimmung der Betroffenen eingreift. Hier möchte ich 2 Beispiele nochmal vor Augen führen, die mich sehr nachdenklich stimmen. Das eine hat Herr Dusel eben schon angesprochen. Das ist zum einen das IPREG, welches in seinen Auswirkungen dazu führen kann, dass Patientinnen und Patienten ihr selbstbestimmtes Leben in der eigenen Häuslichkeit verlieren. Und hier sehe ich und ich glaube viele Mitstreiter auf der politischen Ebene auch nochmal einen deutlichen Handlungsbedarf, dieses Gesetz zu ändern, um genau so etwas auszuschließen. Und zum anderen möchte ich nochmal einen Blick drauf werfen, auf die Einschränkungen, die wir während der Corona-Zeit und hier besonders die Einschränkungen der Kontakte der Kranken und zu Pflegenden mit ihren Angehörigen erlebt haben. Wir müssen die Balance der Verhältnismäßigkeit solcher Einschränkungen wahren und im Zweifel die Betroffenen auch selbst entscheiden lassen, welche Risiken sie einzugehen gewillt sind. Ich möchte nochmal deutlich machen, wir haben in den Zeiten erlebt, dass Menschen alleine in den Krankenhäusern verstorben sind und dass ihre Angehörigen nicht die Möglichkeit hatten, Abschied zu nehmen. Solche Situationen dürfen in unserem Gesundheitssystem nicht wieder vorkommen. Und ich glaube, an diesen 2 Beispielen, die zeigen noch mal einiges auf, worum es auch geht. Damit möchte ich mein Eingangsstatement auch schon beenden und
danke erstmal herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Stefan Schwarze. Und zusammen mit Jürgen Dusel bereichern Sie jetzt auch unser Panel im Quartett gemeinsam mit Ulrike Elsner und Klaus Reinhardt. Die darf ich Ihnen auch kurz vorstellen. Ulrike Elsner ist Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen VDEC und, das hat Nils Reit gerade auch hervorgehoben, natürlich Beauftragte des GVG-Vorstandes für Gesundheitsziele. Und jetzt sehen wir Sie, Frau Elsner, da so einsam sitzen vor so einem Metaplan. Aber ich stelle mir vor, die 28 Millionen Versicherten der Ersatzkassen, die Sie vertreten. Auch Frau Elsner ist Juristin und Schwerpunkt Arbeits- und Sozialrecht, was Sie, das finde ich sehr schön zu wissen, als ehrenamtliche Richterin auch einbringen am Bundessozialgericht. Und Frau Elsner ist uns übrigens aus Dresden zugeschaltet. Das sieht man jetzt gar nicht, aber eigentlich ist ganz viel Schönes, sobald Sie die Tür aufmachen. Dr. Klaus Reinhardt, just in time, wunderbar, frisch aus der Pressekonferenz mit Karl Lauterbach zur Krankenhausreform. Schön, dass Sie es geschafft haben. Dr. Reinhardt hat nach dem Abi kurz mal reingeschnuppert in Philosophie und Jura und sich dann aber doch für Medizin entschieden im schönen Padua. Man kann sagen, mit einem gewissen Erfolg. Schließlich ist er seit 4 Jahren Präsident der Bundesärztekammer und zudem Vorsitzender des Hartmann-Bundes und im Vorstand des Weltärztebundes. Und bei all dem, ich weiß nicht wie, aber findet der Facharzt für Allgemeinmedizin auch noch Zeit für die ärztliche Praxis in Bielefeld. Und das ist ein schöner thematischer Bezug. Er war auch engagiert im Komitee der Special Olympic World Games. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen allen. Ja, hallo zusammen. Hallo, schön Sie zu sehen. Gut, ich würde mal, so macht man das ja im medizinischen Bereich, gerne mit einer kleinen Diagnose starten. Wir sehen jetzt hier in dem Quartett wesentliche Akteure im Gesundheitswesen repräsentiert und ich würde gerne mit Ihnen schauen, was jeweils in Ihrem Bereich passiert, um Patientensicherheit zu stärken, um unser Gesundheitssystem inklusiver zu machen. Was klappt schon gut und wo sehen Sie noch Luft nach oben? Und Frau Elsner, vielleicht fangen Sie an, was tut sich da auf Seiten der Versicherung, der Ersatzkassen? Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich denke, wir haben von den beiden Beauftragten, von Herrn Dusel und von Herrn Schwarze, ganz wichtige Dinge gehört zum Thema inklusives Gesundheitssystem. Wir unterstützen als gesetzliche Krankenversicherung jetzt den Aktionsplan. Gerade vor einigen Tagen haben wir über den GKV-Spitzenverband auch eine 54-seitige Stellungnahme abgegeben. Ich denke, gerade die beiden Beiträge haben ja nochmal gezeigt, wie sich sozusagen der Problemaufriss darstellt und wie die Versorgung in der konkreten Situation aussieht. Und das ist nicht befriedigend. Ich stelle fest, dass wir schon eine andere Sensibilisierung haben. Wenn ich das Beispiel nehme, dass wir sozusagen auch bei uns immer das Thema inklusives Gesundheitssystem, Zugang ist ein ganz wichtiger Punkt, mitdenken, auch mit verhandeln, beispielsweise im Bereich der Prävention bei Angeboten, beispielsweise bei einem Arztlotsen, den wir anbieten. Da kann man diese Dinge auch sozusagen in die Suchmaske eingeben. Aber dann passiert genau das, was Herr Duse dargestellt hat. Es gibt schon Praxen, die sind barrierefrei und haben sozusagen auch einen Aufzug, der rollstuhlgerecht ist. Es gibt aber, je spezieller man unterwegs ist, eben immer größere Schwierigkeiten, tatsächlich dann auch in einer entsprechenden Nähe dann eine Versorgung zu finden. Und das sind sozusagen Handlungsfelder, wo wir, glaube ich, auf der einen Seite gesetzgeberische Unterstützung brauchen, aber auf der anderen Seite dann auch, Herr Dr. Reinhardt ist da, sozusagen in der gemeinsamen Selbstverwaltung organisieren müssen, dass wir dort sozusagen entsprechende Abhilfe schaffen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, das ganz gut funktioniert hat. Das ist das Mammographie-Screening. Es gibt ja ein sogenanntes Einladungssystem für das Mammographie-Screening. Und das geht ja auf gesetzgeberische Aktivitäten und auch eine Richtlinie zurück des Gemeinsamen Bundesausschusses,
Wir haben darüber hinaus aber jetzt vereinbart mit den Stellen, die das anbieten, diesen zentralen Einladungsstellen eben zu melden, inwieweit auch ein besonderer Zugang, ein barrierefreier Zugang möglich ist und inwieweit auch bestimmte Einschränkungen dann in der Versorgung ganz konkret reagiert werden kann. Und da kann man tatsächlich über diese gemeinsamen Stellen die entsprechenden Informationen erfahren. Und wir haben das Feedback, dass sich gerade dieser Versorgungsbereich tatsächlich verbessert hat. Aber das ist ein Versorgungsbereich. Wenn ich mir anschaue, wie es im Bereich der Schwerhörigkeit aussieht, da haben wir natürlich ein Riesenproblem, dass die Versicherten häufig eben nicht hören. Und wenn ich nicht richtig hören kann, kann ich auch nicht richtig verstehen. Und Herr Duse hat es ausgeführt, das führt in der Konsequenz dazu, dass eben die Versorgung nicht so ist, wie sie sein müsste, wie sie sein könnte. Und wir dann ein Problem in der Patientensicherheit und damit letztendlich in der Qualität der Versorgung haben. Das ist etwas, was ich denke, auch wir uns als aufgeklärte Nation, als moderner Staat nicht leisten wollen. Und deswegen, glaube ich, sind wir da alle aufgefordert, tatsächlich ganz konkret an den einzelnen Themen aktiv zu werden. Dankeschön. Nehmen wir das mal auf mit dem ganz konkret aktiv werden, Herr Reinhardt. Frau Weißen hatte schon angesprochen, die Selbstverwaltung, die Sie ja auch repräsentieren. Wie sehen Sie da Ihre Rolle und wie ist Ihr Blick auf unser Gesundheitssystem mit Blick auf Sicherheit und Inklusion? Ja, herzlich willkommen zusammen. Herzlichen Dank, dass ich einen kleinen Moment verspätet kommen konnte. Herrn Dusel habe ich nicht mehr ganz gehört. Herrn Schwarze habe ich noch komplett gehört. Er ist natürlich jetzt auch. Ich würde mal sagen, beim Thema Patientensicherheit tut die ärztliche Selbstverwaltung und an dieser Stelle jetzt auch die Bundesärztekammer sehr, sehr viel seit langer Zeit und auch sehr effizient. Ich sage mal, ich nenne mal einfach ein paar Dinge, die sozusagen dazugehören im weitesten Sinne. Das sind einmal das Back-Curriculum ärztliche Führung, in dem es darum geht, dass wir in der Kommunikation bei ärztlicher Führung eben sicherstellen wollen, dass sie so funktioniert, dass nicht durch hierarchische Strukturen Fehler entstehen, sondern dass eine vernünftige Kultur des Austausches miteinander, des Teamworks, Fehler detektiert, festgestellt werden oder zugegeben werden können. Wir haben das sogenannte ärztliche Peer Review, ein kollegialer Dialog, in dem es als zentrales Element Stärkung der Qualitäts- und Sicherheitskultur aktiv gestaltet wird. Ein seit, ich glaube, 10 oder 15 Jahren existierende Einrichtung, die sozusagen einen Standard darstellt. Wir haben die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen an den Kliniken, in denen sozusagen entsprechende Falldiskussionen regelmäßig durchgeführt werden. Wir haben das ärztliche Qualitätsmanagement in den Facharzt- und hausärztlichen Praxen. Wir haben Fortbildungskonzepte zum Thema Patientensicherheit in unseren Akademien. Wir haben das Leitlinienprogramm, so einen nationalen Versorgungsleitlinien für große Volkserkrankungen, die von dem Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin, im EZQ, was wir gemeinsam mit der Kassenärztebundesvereinigung halten, seit, ich glaube, 14 Jahren, erarbeitet werden, gemeinsam mit der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft und medizinischen Fachgesellschaften. Wir haben aus dem gleichen Haus der EZQ Patienteninformationen auch in sozusagen leicht verständlicher Sprache. Das ist ein Aspekt, bei dem Inklusion sozusagen eine Rolle spielt. Wir sind auch dabei, diese Patienteninformationen oder es gibt sie auch in allen möglichen Sprachen, die sozusagen von Menschen gesprochen werden, die als Migranten zu uns kommen und noch nicht unsere Sprache beherrschen. In der Zwischenzeit müssen die ja auch eine Möglichkeit haben, informiert zu werden. Und dann haben wir seit vielen Jahren, ich glaube 15 Jahre, das Critical Incidence Reporting System, CIRS. Das kommt aus der zivilen Luftfahrt, in denen sozusagen beinahe Unfälle berichtet werden und diskutiert werden, aufgearbeitet, analysiert werden. Und das haben wir übertragen in die Medizin. Darum heißt es CIRS Medical, wo also diese beinahe Unfälle veröffentlicht, also erstmal diskutiert werden, analysiert werden und dann veröffentlicht werden, sodass man aus dem, was andere vielleicht fast als Fehler begangen hätten, lernen kann. Das ist alles sozusagen ein großer Bogen, den ich jetzt aufgespannt habe von vielen kleinteiligen, unterschiedlichen Maßnahmen, die von der Ärzteschaft
in den einzelnen Körperschaften, in den Kassenärztlichen Vereinigungen, den Landesärztekammern und dann als Dachorganisation der Bundesärztekammer gepflegt und kultiviert werden. Und am Schluss haben wir natürlich auch die Gutachterkooperation mit den Schlichtungsstellen, wo wir versuchen, da, wo es dann unter Umständen tatsächlich dann leider doch zu einem Schaden gekommen ist oder zu einem vermeintlichen Schaden gekommen ist, dazu beizutragen, dass eine Schadensabwicklung und eine entsprechende Besserstellung von Menschen, die dann unter Umständen einen Schaden erlitten haben, auch tatsächlich stattfinden kann. Also das sind, dann haben wir natürlich immer, dann haben wir noch den Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit, eine Kooperation auch mit Apothekern. Also der ganze Aspekt Digitales ist etwas, wo wir in der elektronischen Patientenakte natürlich auch so etwas wie einen elektronischen Medikationsplan haben, mit dem ebenfalls Interaktionspotenziale ausgewertet werden können. Das alles sind Maßnahmen, die der Patientensicherheit dienen. Und ich würde sagen, der Aspekt Patientensicherheit, der immer behandlungs- oder verfolgungswürdig ist, der immer auch noch weiter verbessert werden kann, an dem geschieht aber in der Bundesrepublik Deutschland und unter der Ägide der Deutschen Ärzteschaft wirklich viel. Punkt 1. Punkt 2, okay. Inklusion. Meine. Bitte? Ich dachte nur, okay, alles gut. Kurzer Aspekt. War, kurze Fermate, das ist der Punkt Sicherheit. An dem Punkt Inklusion sehe ich das etwas anders. Ich würde sagen, dass wir in Bezug auf Inklusion von Patienten und von Menschen mit Behinderungen passabel sind, aber nur passabel. Bei Menschen mit einer sensorischen Behinderung, also nicht hören oder nicht sehen. Etwas besser vielleicht tatsächlich bei Barrierefreiheit inzwischen. Immer noch auch verbesserungswürdig, aber sind schon etwas, ja, also jedenfalls mein Eindruck. Der kann, darüber haben wir keine wirkliche Statistik. Wir haben auch da einen Appell, wir haben auch da sozusagen natürlich den Versuch, das herzustellen. Da sind wir in Deutschland ja sowieso nicht so gut. Wenn man nach England fährt, nach Skandinavien, kann man erleben, wie man mit einfachen Mitteln trotzdem Barrierefreiheit herstellt und wie das dann eine Selbstverständlichkeit ist. Bei uns deutlich weniger, auch im öffentlichen Raum übrigens, ne? Nicht nur in Arztpraxen oder Kliniken. Aber da würde ich sagen, da tut sich schon was, da ist auch eine gewisse Sensibilisierung durchaus da. Mhm. Deutlich weniger ist sie bei Menschen mit einer Lernbehinderung. Das sind diejenigen, glaube ich, von denen ich sagen würde, da gelingt uns die Inklusion im Sinne von selbstständiger Partizipation am Gesundheitswesen am allerwenigsten. Mir ist das deshalb so wichtig, weil diese Bevölkerungsgruppe und diese Menschen bei mir persönlich einen besonderen Stellenwert genießen. Denn ich habe erstens im Rahmen meiner Ausbildung, meiner Weiterbildung in der Schweiz 2 Jahre lang in einer psychiatrischen Klinik ein Haus betreut mit Menschen mit Lernbehinderung, die ich Hausärzte betreut habe und habe gelernt, welche tolle Aufgabe das war. Zweitens bin ich in Bielefeld groß geworden, da liegt Bethel, die Bodenschwingischen Anstalten. Da ist das zentrales Thema. Und die neu gegründete Fakultät für Medizin der Universität Bielefeld wird als einen Forschungsschwerpunkt haben, Medizin bei Menschen mit Behinderung und mit Lernbehinderung. Ja, Bethel, die Krankenanstalten Gilead in Bethel haben ein extra Krankenhaus, das Haus Mara, für Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung. Das ist einzigartig in Deutschland und etwas ganz Besonderes. Und darum freue ich mich sehr, dass die Bielefelder Uni dies als einen Forschungsschwerpunkt für sich sozusagen ausgewählt hat. Und ich unterstütze das persönlich ausdrücklich und an allen Stellen, wo ich es kann. Und mache eben auch darauf aufmerksam, dass wir bei der Verbesserung der Inklusion von Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung wirklich viel Potenzial noch haben und uns mehr Mühe geben sollten und darum auch mein Engagement bei Special Olympics, sowohl national wie international, und das war eine tolle Veranstaltung letztes Jahr, einige von, also Herrn Dusel habe ich da getroffen, insofern ja. Herzlichen Dank. Jetzt erstmal Schluss meinerseits als Statement. Von ja, vielen Dank. Also ich finde schon, als Sie vorhin von Bethel erzählten und von dem Aspekt der Ausbildung mit dem Fokus auf Menschen mit Behinderung, klingt super. Sie haben gesagt, das ist einzigartig und auch einzigartig ist ja ein positives Wort. Aber Herr Dusel, darin steckt eben auch, es ist eine einsame Veranstaltung. Also vielleicht können wir da nochmal schauen. Sie hatten ja eingangs schon diesen Aspekt der Barrierefreiheit in den Praxen ein bisschen ausgeführt, Herr Dusel. Vielleicht können wir auch mal diesen Aspekt anschauen, inwieweit Ärztinnen und Ärzte eigentlich ausgebildet sind für den Umgang mit Leuten, die besondere Bedarfe haben. Ja, also erstmal will ich Herrn Dr. Reinhardt danken, wirklich, dass er das so differenziert dargestellt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Herr Reinhardt, das ist großartig, dass Sie sozusagen auch diese Erfahrung in der Schweiz und auch bei Bethel gesammelt haben, aber Sie sind da wahrscheinlich eher eine Ausnahme als sozusagen die Regel. Das ist unheimlich gut für uns natürlich, dass Sie jetzt in dieser Funktion sind,
Weil ich wünsche mir natürlich jetzt auch von Ihnen, Herr Dr. Reinhardt, dass Sie jetzt gerade bei dem Aktionsplan, der entsteht jetzt im Bundesgesundheitsministerium, genau Ihre Expertise, die Sie da haben, einbringen, dass wir eben wegkommen von dieser Einzelsituation. Also ich kenne auch Haus Mara und ich kenne natürlich auch Bielefeld. Diese Stadt gibt es wirklich, ich habe mich davon überzeugt. Ich finde es auch großartig, dass dort an der Universität etwas stattfindet. Aber das ist tatsächlich der Einzelfall und es ist nicht die Regel. Und ich will gerne sagen, dass ich mir gar keine Alternative vorstellen kann zu einem inklusiven Gesundheitssystem. Also ich will nicht von Alternativlosigkeit sprechen, aber was bitteschön wollen wir denn haben, wenn nicht ein inklusives Gesundheitssystem, wo jeder Mensch hier in der Bundesrepublik Deutschland gleichberechtigten Zugang hat? Die Alternative wäre ja ein exklusives Gesundheitssystem, das wir zum Teil erleben. Und das ist ja nicht das, was unser Anspruch sein kann. Und das ist auch nicht das, was die rechtlichen Rahmenbedingungen hergeben. Und mir ist wichtig, und ich glaube, so ehrlich müssen wir sein, dass unser höchstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht, also nicht irgendjemand auf dem politischen Diskurs, sondern Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Entscheidung zur Triage uns aufgeschrieben haben, und das kann man nachlesen, dass die medizinische Ausbildung, konkret also die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, zu wünschen übrig lassen, wenn es um die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen geht. Und ich finde, wir müssen das nicht nur zur Kenntnis nehmen und dann weitermachen wie bis jetzt, sondern wir müssen das wirklich ernst nehmen und dafür sorgen, dass in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern, aber nicht nur von denen, tatsächlich regelhaft in den Curricula und dann auch im Prüfungskanon das Thema Menschen mit Behinderungen nicht nur eine Rolle spielt, sondern qualifiziert eine Rolle spielt. Das gilt übrigens dann auch für die Weiterbildung und auch für die Fortbildung und auch nicht nur für die Medizinerinnen und Mediziner, die dann vielleicht, wenn sie dann das universitäre Studium abgeschlossen haben, auch eine andere Sensibilität plötzlich entwickeln für das Thema der Barrierefreiheit in ihrem Berufsumfeld, sondern wir müssen das auch sicherstellen für die anderen Medizinberufe, also ganz konkret für Ergotherapeuten, für Psychotherapeuten. Wir haben es jetzt für das Thema Hebammen, die ja akademisiert werden in der Ausbildung, reingekriegt in die Ausbildung. Wir müssen es aber eben natürlich auch für alle Medizinberufe in dem Bereich machen. Das ist Voraussetzung dafür, dass wir qualitativ nach vorne kommen. Weil es käme ja niemand auf die Idee, andere Gruppen von Menschen in Deutschland aus einer Ausbildung quasi herauszunehmen und zu sagen, na, für die ist es nicht so wichtig irgendwie, das kriegen wir dann auch schon mit. Wir wissen ja insbesondere gerade aus den Genderstudien, dass es extrem wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte auch beispielsweise die Unterschiedlichkeit im kardiologischen Bereich von Frauen und Männern natürlich gelehrt kriegen. Und das bedeutet natürlich insbesondere für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, mit Down-Syndrom beispielsweise, eben auch, dass es dafür Expertise gibt. Also, um uns da mal ehrlich zu machen, wir sind da nicht besonders gut. Ich merke schon, dass Herr Dr. Reinhardt und sozusagen auch die Organisation da ja tatsächlich auch einiges tun. Aber ich finde die Position, die Herr Reinhardt eben bezogen hat, sehr, sehr richtig. Und das kann uns überhaupt nicht zufriedenstellen. Und nochmal, es geht dabei nämlich nicht um irgendwas nice to have, um was Freundliches, Fürsorgliches, was wir halt so tun, weil wir so nette Menschen sind und sagen, naja, auch Menschen mit Lernbeeinträchtigungen haben natürlich Anspruch, irgendwie gut versorgt zu werden. Sondern es geht um die Umsetzung von Menschenrechten. Es geht um die Umsetzung von fundamentalen Grundrechten. Und ganz ehrlich, wer sich einmal die Ergebnisse der Healthy Athletes-Programme angeschaut hat, also wo wirklich Athletinnen und Athleten der Special Olympics mit Lernbeeinträchtigungen gescreent werden. Und wenn man sich dann anschaut, wie da die Befunde sind, kann man sich, ich sage das ganz bewusst, wirklich nur schämen, dass das in unserem Land möglich ist. Und das muss unser Ansporn sein, wirklich jetzt in Aktion zu treten und nicht noch weiter darüber zu reden. Okay, vielen Dank, Herr Dusel. Ich mache mal kurz einen kleinen Einschub. Sie hatten Genderstudien angegeben und eine unserer Gäste hat schon festgestellt, ich habe das noch gar nicht erwähnt, wir freuen uns
werte Gäste, wenn Sie uns Fragen schicken über den Chat, da werde ich dann später drauf zurückkommen. Und die Frau Konzen von Motherhood hat etwas geschrieben, wo ich mich auch persönlich angesprochen fühle. Sie fragte nämlich, ob es einen Grund gibt, warum nicht von PatientInnensicherheit gesprochen wird, warum keine geschlechtergerechte Sprache verwendet wird. Ich persönlich mache das so und so. Ich mische das immer relativ spontan durcheinander und bin da mal ganz korrekt und mal nicht. Aber ich stelle hiermit fest, damit sind Patienten und Patientinnen und überhaupt Menschen aller Geschlechter gemeint, wenn ich das sage. Also damit ist das einmal gesagt. Danke, Frau Konzen, für den Hinweis und diesen Aspekt der PatientInnensicherheit. Lieber Herr Schwarze, den würde ich jetzt gerne auch noch in unsere Diagnostikrunde aufnehmen, bevor wir dann gleich in die kurative Runde starten. Sie haben, glaube ich, gerade einen ziemlich guten Anlass für einen guten Überblick, weil das Patientensicherheitspatient, das heißt, ist nicht gegendert, soweit ich weiß, dass der offizielle Titel seinen 10. Geburtstag feiert. Und wie fällt denn da die Bilanz aus? Da weiß man ja ganz gut, wenn jemand 10 Jahre alt wird, was da los ist. Ja, das Gesetz heißt Patientenrechtegesetz, das seinen 10-jährigen Geburtstag feiert. Und vor 10 Jahren wurde das halt in der Überschrift auch noch nicht gegendert. Es sind natürlich die Rechte der Patientinnen und Patienten gemeint, so wie immer die Sicherheit der Patientinnen und Patienten gemeint ist. Also das Gesetz vor 10 Jahren war natürlich ein Meilenstein, das viele Rechte von Patientinnen und Patienten auch verankert hat und dafür gesorgt hat, dass das auch im BGB fest verankert ist. Aber nach 10 Jahren ist es natürlich an der Zeit, da eine Bilanz zu ziehen. Und die Patientenrechte können gestärkt werden und die Patientensicherheit kann gestärkt werden. Und ich möchte auf ein paar Aspekte eingehen, weil Herr Reinhardt hat richtig beschrieben, was an vielen Stellen innerhalb des Gesundheitswesens läuft, um die Sicherheit von Patientinnen und Patienten zu stärken. Ich glaube aber, dass wir auch viele Bereiche haben, wo deutlich noch mehr geht. Ich finde zum Beispiel dieses CIRS-System ganz ausgezeichnet. Da, wo, Herr Reinhardt hat das eben so schön ausgeführt, beinahe Unfälle, so möchte ich sie jetzt mal nennen, aufgearbeitet werden und daran Rückschlüsse gezogen werden, was man denn verbessern kann. Ich erlebe aber auch, dass dieses CIRS-System nicht verpflichtend ist, wird das gerne gesetzlich verankern, dass das auch wirklich an allen Häusern im Gesundheitswesen so gemacht wird. Wir erleben auch, dass einzelne Häuser aus diesem System wieder ausgestiegen sind. Also da kann man Sachen auch grundlegend verbessern und verändern. Ich finde, dass wir uns diesen ganzen Bereich der Fehlmedikation nochmal ganz genau angucken müssen. Wir haben über 200.000 Patienten im Jahr, die deshalb ins Krankenhaus kommen. Das ist nicht nur, weil Ärztinnen und Ärzte Fehler gemacht haben, sondern vielleicht auch, weil Kommunikation nicht stattfinden kann, weil man diesen und jenen Arzt besucht und dann noch einen Facharzt dazu und dann noch die Empfehlungen aus Familie und Freundeskreis, sich zusätzlich privat einkauft, von denen keiner was weiß. Aber auch diese Bereiche müssen nochmal sich angeguckt und verbessert werden. Wir sind da Schritte in den letzten Jahren gegangen, auch gerade mit den Apothekerinnen und Apothekern zusammen, um diese Medikationspläne sich anzugucken, beziehungsweise die Hausapotheke mal durchzuforsten. Aber auch da müssen wir, glaube ich, noch deutlich besser werden. Mhm. Und nur so als 2 Beispiele jetzt nochmal rausgegriffen zum Thema Patientensicherheit. Und die Patientensicherheit und die Patientinnen und Patientenkompetenz. Wir wissen alle, dass die Behandlungserfolge viel größer sind, wenn Patientinnen und Patienten ihre Situation verstanden haben und auch die Maßnahmen wirklich verstanden haben, die in Angriff genommen werden müssen, um die gesundheitliche Situation wieder zu verbessern. Wenn diese Mitwirkung der Patientinnen und Patienten erfolgt auf Augenhöhe, dann
erhöht das den Behandlungserfolg und stärkt die Patientensicherheit an den Stellen. Um nur kleine Beispiele jetzt rausgegriffen zu haben. Jetzt haben Sie, ich glaube, ich leite gerne mit Ihnen, Herr Schwarzer, auch die nächste, diese kurative Runde ein, weil wir sind jetzt gedanklich genau da, wo Sie uns hingebracht haben. Und Sie haben ja anlässlich des 10. Geburtstags auch gesagt, was man wirklich noch besser machen kann. Also wo würden Sie da ein fettes Ausrufezeichen hintersetzen? Was wäre so ein gewichtiger Hebel, um mehr Patientinnensicherheit zu erreichen? Also es gibt eine Reihe von Punkten, was die Patientenrechte angeht, die aus meiner Sicht gestärkt werden müssen. Ein ganz wichtiger Punkt, der die Patientensicherheit betrifft, ist sicherlich ein Never-Event-Register. Also das sind die Ereignisse, die im Gesundheitswesen niemals passieren dürften. Verwechselter Patient, Operation am falschen Bein, also solche Sachen, die wir dann gelegentlich in der Zeitung lesen, die zum Glück gar nicht so oft vorkommen, wie sie in unseren Gedächtnissen hängen bleiben. Aber ich glaube, wenn man diese Fälle anonymisiert, aber konkret aufarbeitet und dann auch in den Einrichtungen des Gesundheitssystems guckt, könnte das bei mir in meinem Haus auch passieren. Dann ließe sich sehr viel erreichen im Bereich der Patientensicherheit. Weil ich glaube, wenn man sich die Abläufe anguckt, die zu solchen großen Fehlern führen, dann kann man auch vieles erreichen, um kleinere Fehler im Gesundheitssystem zu vermeiden und damit die Patientensicherheit zu stärken. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir auch zu einer anderen Fehlerkultur in diesen Bereichen kommen. Herr Reinhardt hat das eben richtig angesprochen. Es muss über Fehler offen gesprochen werden können. Und das ist ja nicht nur eine Sache, die den Patienten belastet, sondern das ist auch eine Sache, die das medizinische Personal belastet. Und wir werden nie ein fehlerfreies Gesundheitssystem bekommen, weil Menschen machen immer auch Fehler. Aber wir müssen eine Struktur und eine Kultur in diesem Bereich haben, die es möglich macht, Fehler offen anzusprechen, die Schlüsse daraus zu ziehen, um sie in Zukunft zu vermeiden, auch die Schlüsse für Abläufe und für System und für Überlastungssituationen ziehen zu können, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem in ihrer Position zu stärken und sie auch vor solchen Fehlern zu schützen, die durch Überlastungssituationen herbeigeführt werden. Ich könnte jetzt noch ganz viel zum Patientenrechte ja sagen und zu den unterschiedlichsten Punkten, die da noch passieren müssten. Das lasse ich jetzt mal, sonst sprenge ich den Rahmen. Ja, genau. Vielen Dank. Wir teasern hier und es ist ja einerseits auch gut, dass alles so interessant ist, dass man es gerne später vertiefen wollte. Ich nehme mal die Anregung auf mit der Fehlerkultur, Herr Reinhardt. Sie sind seit diesem Jahr auch im Vorstand des Weltärztebundes. Das hat ja den schönen Vorteil, dass man dann so über den Tellerrand guckt und mitkriegt, was die anderen so machen. Und gibt es eigentlich was mit Blick auf Sicherheit, auf Inklusion, auf Teilhabe, auf Selbstbestimmung, etwas, was Sie beeindruckt, wo man vielleicht mit relativ einfachen Mitteln auch bei uns Fortschritte da erreichen könnte? Also ich wiederhole nochmal, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, was den Aspekt der Patientensicherheit angeht, einen sehr guten Standard, auch im weltweiten Vergleich haben. Im Gegensatz zu dem, was Inklusion angeht, habe ich ja eben vorhin schon mal dargestellt. Und darum halte ich es auch ein bisschen auseinander. Das heißt aber nicht, dass man sich im Sinne von Patientensicherheit weiter mit dem Thema befasst und auch sozusagen jetzt nicht noch weiter vorangeht und weiter versucht. Und ich glaube, an vielen Stellen spielt ein Faktor eine große oder eine zunehmend große Rolle, den wir im Zusammenhang mit Patientensicherheit sehr aufmerksam beobachten müssen. Und das ist Zeit. Zeit, die Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegepersonal für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin haben. Ja? Die Art von Leistungs- und Arbeitsverdichtung, die wir in den Kliniken, aber inzwischen auch in den Praxen erleben, muss uns zu denken geben. Mein Sohn ist in der Weiterbildung zum Facharzt für Gastroenterologie in einem Krankenhaus in der Nähe von Frankfurt
Und der ist jetzt im zweiten Weiterbildungsjahr und der ist ein belastbarer junger Mann, der wusste auch, was auf ihn zukam. Der ist sehr sportlich und fit. Wenn ich den jetzt höre aktuell mit einem hohen Krankenstand innerhalb des Personals, einem hohen Krankenstand bei den Pflegenden, was die leisten müssen, wie die Wochenstundenarbeitszeit aussieht, es bleibt ja gar keine andere Wahl. Und wie die da sozusagen, in welcher Mühle die arbeiten, dann ist klar, dass die, selbst wenn sie sich ganz viel Mühe geben und super pingelig sind und ausgeruht und auch total motiviert und super loyal allen gegenüber, trotzdem natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Fehler begehen, mit der Intensität der Belastung klar zunimmt. Und darüber, glaube ich, müssen wir diskutieren, müssen uns überlegen, wie kommt es zu dieser Arbeitsverdichtung, was können wir daran ändern. Also ich, nicht, das ist sozusagen nochmal mein Vorschlag, sich dem Thema auch nochmal unter dem Aspekt systemischen Strukturen zu widmen und nicht nur Maßnahmen. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass, glaube ich, das auch immer noch vielleicht ein bisschen zu stark abhängig ist von individuell, das hat der Schwarz ja auch richtig gesagt, von individuellem Engagement einzelner Kliniken oder Klinikchefs oder leitenden Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen. Da gibt es also Engagierte und solche, die vielleicht das Thema nicht ganz so auf dem Schirm haben. Man könnte sich darüber nachdenken, man könnte schon darüber nachdenken, ob es irgendwie eine Art von Practice gibt, die man als einen Standard erklärt, den man als selbstverständlich haben möchte. Ja, und das sind ja manchmal ganz pragmatische, praktische Dinge im Hinblick auf das Vermeiden von Seitenverwechslungen und anderen Dingen. Auch das sozusagen ein regelhafter Gegencheck, Vier-Augen-Prinzip, und es gibt so viele Methoden. Und da bleibt die zivile Luftfahrt ein großes Vorbild. Aber nochmal Zeit. Es gibt Menschen, oder ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag gehört von einem ärztlichen Kollegen, der den Beruf verlassen hat und der für die Lufthansa das Thema Passenger Safety und überhaupt Safety organisiert seit vielen Jahren. Dieser Vortrag ist aber, habe ich vor 10, 15 Jahren gehört. Ich weiß nicht, ob der Mann noch in Amt und Würden ist und tätig ist, aber er hat festgestellt, wenn man die gleichen Sicherheitsstandards in der Medizin, zum Beispiel nur im OP, anlegen würde, den wir als selbstverständlich ansehen, wenn wir uns auf einen Langstreckenflug nach Tokio oder Sydney begeben, dann müsste man die Zahl des im OP tätigen Personals veranderthalbfachen, mindestens. Mit allem, was da wirtschaftlich hinten dran hängt. Und dazu, das ist erstens nicht machbar und zweitens sind wir da vielleicht auch nicht unbedingt dazu bereit, also wie auch immer. Ich glaube, dass wir eben darüber nachdenken müssen, dass wir im Sinne von Entbürokratisierung, Entschlackung, Vermeiden von redundanten Funktionen und Tätigkeiten das Gesundheitswesen an dieser Stelle um Belastung reduzieren, damit wir mit den gleichen Woman und Manpower im pflegerischen und ärztlichen Bereich uns dann der Aufgabe widmen können. Dann, glaube ich, hätten wir etwas Gutes für Patientensicherheit getan in dem Zusammenhang. Also das ist jetzt ist kein sozusagen operativer Ansatz im Sinne einer Einzelmaßnahme, sondern etwas ganz Grundsätzliches. Und offenbar einer, der tatsächlich sehr praxisorientiert ist. Ich darf mal eine Dame zitieren. Sie ist Krankenhausärztin, Susanne Trittmacher, und sie bestätigt im Prinzip, was Sie beschreiben. Der Krankenhausalltag, schreibt Frau Trittmacher, ist geprägt von einem eklatanten Personalmangel, Investitionsstau und Unterfinanzierung, sodass der Faktor Zeit, und das hat sie fett geschrieben, zum Tragen kommt. Und die genannten Gruppen haben eins gemeinsam: sie benötigen mehr Zeit, mehr Zuwendung, mehr Unterstützung. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Frau Trittmacher, das nehmen wir gerne auf und schauen so ein bisschen. Sie haben viele Baustellen genannt, Sie, Frau Trittmacher, aber auch die Runde. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Hängt da alles am Gelde? Alle wollen eine inklusivere, sicherere Gestaltung des Gesundheitswesens. Das ist ein Benefit für alle, ja nicht nur für Leute, die eine Behinderung in diesem Moment haben, für alte Menschen, für schwangere Menschen, für jemanden, der gerade einen Bänderriss hat, was auch immer. Das ist ohne Zweifel ein Benefit für uns alle. Aber wollen wir auch alle dafür zahlen? Wer macht das eigentlich? Und wie sehen Sie das, Frau Elsner? Können wir uns das eigentlich leisten oder müssen wir uns das leisten? Wer kommt dafür auf? Ja, ich glaube, das letzte Beispiel von Herrn Dr. Reinhardt hat nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine Krankenhausstrukturreform bekommen, dass wir die
Strukturen sozusagen zukunftsgerichtet entwickeln. Denn im Moment haben wir im Krankenhaus 15% weniger Fallzahlen als vor Corona, haben aber die gleichen Strukturen, die dann nicht mehr richtig bedient werden können, mit all den Folgeproblemen, auch mit einer Ressourcenverschwendung. Und deswegen, es geht, glaube ich, nicht darum, mehr Geld ins System zu geben, sondern das Geld richtig einzusetzen. Und ich will auch mich anschließen an die Vorredner, was das CIRS betrifft. Das sind ja gute Systeme, diese CIRS-Systeme, und will berichten, dass wir in Vorbereitung haben einen versicherten CIRS, also getreu dem Satz, den Sie gebracht haben, nicht ohne uns, über uns, wollen wir anbieten für Versicherte und ihre Angehörigen sozusagen ein Fehlermeldesystem, das dann ja auch nach Standard sozusagen ausgewertet wird, nicht um irgendwie schwarze Peter zu verteilen oder vorwurfsvoll mit dem Thema umzugehen, sondern es geht bei diesem CIRS ja darum, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und dort eben auch ganz, ganz klar die Patientinnen und Patientinnen sich mit reinzubringen. Und wenn wir uns das Gesundheitssystem insgesamt anschauen, da will ich auch noch mal zwei Bereiche, wenn wir ja auch so mal lösungsorientiert angehen, nochmal ansprechen. Das eine ist tatsächlich die aktuelle medizinische Versorgung auch im ambulanten Bereich. Da gibt es engagierte Ärztinnen und Ärzte, die sind sozusagen auch in ihrer Ausstattung und auch in ihrer Weiterbildung ausgerichtet. Herr Dr. Reiner hat es eben ja auch gesagt, eben auch sozusagen Menschen mit Handicap entsprechend zu betreuen und zu versorgen. Ich glaube aber, dass wir das auch entsprechend berücksichtigen müssen in unseren Vertragsgestaltungen. Möglicherweise auch sozusagen in der Gestaltung der Honorierung, wenn das mit mehr Aufwand verbunden ist. Es geht ja darum, den Zugang zu organisieren, aber auch diejenigen, die die Versorgung machen, dann eben sozusagen auch entsprechend zu stärken. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, es ist die gesetzliche Regelung 2a SGB V angesprochen worden, sozusagen der Auftrag an uns alle. Es gibt ja aber auch so ein ganzes Gesetzbuch, das SGB 9, das sich eben auch damit beschäftigt, dass Menschen mit Behinderung sozusagen Teilhabe bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, dass wir es auch schaffen, und zwar über Vereinbarungen, über eine gemeinsame Kultur, über ein gemeinsames Mindset, dann eben auch diese Teilhabe zu organisieren. Und da ist es so beispielsweise, dass wir im Bereich der Rehabilitation jetzt schon sagen, natürlich müssen die Einrichtungen so ausgestattet sein, dass sie barrierefrei sind. Das haben wir jetzt bei Arztpraxen nicht. Noch nicht mal bei Arztpraxen, die neu Mietverträge abschließen. Das wäre ja auch möglicherweise ein Ansatz, dass wir tatsächlich sagen, wir entwickeln uns da weiter und nehmen diese gesetzlichen Aufträge ernst. Dass das möglich ist, zeigen auch Projekte aus dem Bereich der Prävention. Das ist ja sozusagen nochmal wieder eine ganz andere Perspektive. Aber da hat sich ja auch die Politik auf den Weg gemacht und gesagt, wir wollen stärker auch in das Setting rein, in die Lebenswelten der Betroffenen. Und da gibt es eine ganze Reihe. Also ich kann da auch ganz konkrete Projekte, aus ganz konkreten Projekten berichten, dass es eben online-basierte Schulungen beispielsweise gibt, auch zur Vermittlung sozusagen von Kompetenzen für diejenigen, die in Einrichtungen arbeiten, um dann eben die Bewohnerinnen und Bewohner zu stärken. Da gibt es auch tatsächlich eine ganze Reihe sozusagen adressiert, eben auch an Wohnstätten, Werk- und Wohnstätten gerichtete Projekte, wo es eben darum geht, als Gesundheitskompetenz auszubauen, aber eben auch die Versorgung, also die Menschen in die Versorgung zu bringen, die sie bisher nicht bekommen.
Frau Elsner, ich würde gerne, dass Herr Duse, vielleicht darf ich Sie schon vorwarnen, den Aspekt mit den Praxen, den würde ich gleich gerne auch an Sie nochmal spielen, mit den barrierefreien Zugängen. Aber Frau Elsner, ich möchte noch nachfragen, weil Sie vorhin auch erwähnt haben, eine andere Honorierung, also vermutlich eine höhere Honorierung für Leistungen, die aufwendiger sind. Sehen Sie das denn so, dass genug Geld im System ist und wir das vielleicht nicht klug einsetzen oder braucht es dafür mehr Geld? Nee, wir werden im Jahr 2024 300 Milliarden Euro für die ärztliche Versorgung ausgeben. Das sind sozusagen auch die Feststellung des sogenannten Schätzerkreises. Und das sind 90 Milliarden für den Klinikbereich, aber auch 40 Milliarden für den ambulanten ärztlichen Bereich. Und da geht es nach meinem Dafürhalten schon darum, dann ganz konkret in den Bereichen auch zu organisieren, wofür das Geld dann ganz konkret ausgegeben wird, wie also die Honorarordnung gestaltet ist. Und da sehe ich durchaus Optimierungsbedarf, dass man eben diejenigen Kolleginnen und Kollegen der Ärzteschaft auch stärkt, die diesen Versorgungsauftrag wirklich auch übernehmen und auch ansprechbar sind für die Patientinnen und Patienten. Da klingt ja auch durch, was Herr Dusel eingangs gesagt hat, diese Diskrepanz, dass wir wahnsinnig viel Geld da drin haben. Sie sagen 300 Milliarden und dass aber der Teilhabefaktor dem sozusagen nicht entspricht. Herr Dusel, aus der Politik hören wir oft, naja, man kann ja Praxen nicht zwingen zur Barrierefreiheit. Kann man das wirklich nicht? Und gibt es einen anderen Weg? Oder als Jurist haben Sie doch vielleicht Mittel und Wege im Blick, wie das eben doch gehen könnte? Jurist und Mensch. Das ist besser, wir schaffen es ohne Zwang, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir geben relativ viel Geld aus für unser Gesundheitssystem, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich stelle fest, dass vielleicht unser Gesundheitssystem in Deutschland nicht das Beste in Europa ist. Es geht um die Verteilung von Ressourcen und es geht auch um die Frage der Prioritäten. Also ich behaupte mal, dass wir keine Arztpraxis ans Netz gehen lassen würden, die den Brandschutz missachtet oder die hygienische Standards nicht beansta, also die nicht schafft. Aber wir akzeptieren offensichtlich, dass es Arztpraxen gibt, die ans Netz gehen und auch am Netz bleiben, die nicht zugänglich sind, eben für GKV-Versicherte. Und deswegen bin ich schon der Meinung, mit allem Respekt, und ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber ich habe schon mal gesagt, wenn wir auf Freiwilligkeit weitersetzen und auf bessere Einsicht, können wir es auch lassen. Und deswegen bin ich der Meinung, es muss tatsächlich rechtlich geregelt werden. Und da wäre zum Beispiel die Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes, die ja schon in bestimmten Bereichen auch private Anbieter von Dienstleistungen und Produkten zur Barrierefreiheit verpflichtet oder zumindest verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu ergreifen. Das wäre ein Schritt im BGG, tatsächlich zu sagen, wir verpflichten die Arztpraxen zur Barrierefreiheit und zwar nicht von heute auf morgen, sondern mit Übergangsfristen. Wir alle wissen, dass ja auch Arztpraxen wechseln, dass sozusagen neue Ärztinnen und Ärzte alte Praxen übernehmen. Und deswegen glaube ich, wenn man sich dann darüber Gedanken macht, was ein vernünftiger Zeitrahmen ist, um tatsächlich dann zu sagen, wir fordern das vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, dass alle Arztpraxen barrierefrei sind, dann glaube ich, wäre das eine Maßnahme, die wir uns in anderen Bereichen, also was ganz anderes im Personenbeförderungsbereich, auch in anderen Bereichen durchaus schon gemacht haben. Und wir sehen auch in Österreich, meine Damen und Herren, das Abendland geht da nicht unter, sondern es führt tatsächlich dazu, dass wir eine gewisse Form von Gleichberechtigung haben. Das ist das eine sozusagen. Ich glaube schon, wir müssen hier an die rechtlichen Rahmenbedingungen ran. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch sagen, innerhalb der Liste sozusagen, auch bei Praxisübergaben, was das Thema der Barrierefreiheit sozusagen prioritiv, also von der Priorität betrifft, beispielsweise im Verhältnis, ob der neue Arzt den alten Arzt kennt, familiär bekannt ist, verwandt ist, das ist wirklich nicht besonders gut. Das ist das eine. Also ich plädiere dafür, ich sage das offen, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich setze mich dafür ein, dass wir da eine rechtliche Verpflichtung kriegen. Das zweite ist dieses zergliederte System der Rehabilitation und des SGB insgesamt. Sie haben das angesprochen, es gibt natürlich das SGB IX, aber wir alle wissen, dass
im Grunde jeder Leistungsträger erstmal in sein Leistungsgesetz guckt und dass die Bereitschaft sozusagen der GKV, und das ist kein Vorwurf, weil andersrum ist es genauso, sozusagen ins SGB IX zu gucken, nicht besonders groß ist und dass wir sogar Bestrebungen haben jetzt im Rahmen der Gesetzgebung, dass man eigentlich die gute Idee des SGB IX so als übergreifenden Gesetzesbereich, dass wir das sogar wieder konterkarieren. Das sehen wir beispielsweise auch beim IPREC insbesondere. Und deswegen bin ich der Meinung, also auch da muss es zu Anpassungen und Angleichungen kommen. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das, glaube ich, ziemlich augenfällig geworden ist, weil nämlich in der letzten Legislatur die Assistenz oder die Begleitung im Krankenhaus durchgesetzt wurde, zumindest mal rechtlich, wo wir doch alle wussten, dass es ein Problem gibt in Deutschland, dass teilweise Menschen mit Behinderungen ohne Begleitung im Krankenhaus hochverängstigt waren, dass auch das Pflegepersonal im Krankenhaus, das sowieso am Limit ist, im Grunde und drüber. Herr Dr. Reinhardt hat es ja deutlich nochmal gesagt, was da teilweise abläuft. Und trotzdem waren wir nicht in der Lage, das Problem aufzulösen, weil jeder immer auf den anderen gezeigt hat und gesagt hat, der möge es bitte lösen. Also GKV hat gesagt, das ist ein klassisches Sozialhilfethema, und die Sozialhilfe, also die Eingliederungshilfe, hat gesagt, nee, nee, das hat was mit Krankenhaus zu tun, deswegen ist es GKV. Und es hat eine unglaubliche, fast schon bizarre Kraftanstrengung von vielen Menschen bedurft, damit wir sozusagen erstmal rechtlich das hingekriegt haben mit allen Problemen und Lücken, die es immer noch gibt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir ein strukturelles Problem haben in dem Zusammenhang und dass wir dieses strukturelle Problem auch angehen müssen. Und mir dauert das einfach viel zu lange. Ich will es nochmal sagen, weil wir reden ja nicht über irgendwelche Kleinigkeiten und Petitessen, sondern wir reden über eine zentrale Aufgabe des Staates, nämlich der Daseinsvorsorge und Fürsorge für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt noch weitere, ich greife eine Zahl, 10, 15, 20 Jahre dauert, bis wir dann tatsächlich zu einem qualitativ besseren Gesundheitssystem in dem Bereich kommen, das sind Lebensjahre von Menschen, von vielen Menschen in Deutschland, die einfach langsam auch die Geduld verlieren und sagen, es kann doch nie sein, dass wir ständig Probleme beschreiben, aber sozusagen in der Lösung dieser Probleme essentiell nicht besonders vorankommen. Deswegen nochmal, ich setze mich dafür ein, dass wir tatsächlich die rechtlichen Rahmenbedingungen verändern, und der Blick nach Österreich hilft uns vielleicht, unsere deutsche Angst ein bisschen zu verlassen und zu glauben, dass, wenn wir die Arztpraxen sozusagen, wenn wir da eine Verpflichtung aussprechen, würde das Abendland untergehen. Ich will noch mal sagen, die GKV finanziert sozusagen diese Kleinstunternehmen, Arztpraxen. Vor diesem Hintergrund setze ich mich deutlich dafür ein. Okay, vielen Dank. Sie haben von Geduld gesprochen, Herr Dusel. Das möchte ich in zweifacher Hinsicht aufgreifen. Zum einen möchte ich gleich verstärkt die Zuschauerfragen aufgreifen, und deshalb bitte ich Sie um eine ganz kurze letzte Runde. Jeder bitte nur maximal eine Minute, und Sie können zwischen zwei Themen wählen, damit wir die auch als Teaser sozusagen hier würdigen, weil die ja wichtige Hebel, ich glaube, nicht nur sein könnten, sondern sind. Und da kommt die Geduld zum zweiten Mal ins Spiel, lieber Herr Dusel. Wir haben ja den Aktionsplan theoretisch, also der Koalitionsvertrag verspricht Ihnen bis Ende 2022 einen Aktionsplan für ein diverses, ein inklusives, barrierefreies Gesundheitssystem. Ende 2022 ist vorbei, den Aktionsplan haben wir noch nicht. Also ich freue mich, suchen Sie sich doch gerne aus, Sie alle in unserem Quartett, ob Sie einen kurzen Blick auf das Potenzial eines solchen Aktionsplans werfen möchten oder auf das Potenzial der Digitalisierung. Die haben wir noch nicht angesprochen. Zugleich wissen wir, wir reden hier ein paar Tage, nachdem der Bundestag jetzt den Weg frei gemacht hat für die elektronische Gesundheitsakte. Also gerne Ihr Lieblingsaspekt in short. Frau Elsner, wollen Sie anfangen? Frau Elsner möchte nicht anfangen. Doch, ich kann anfangen. Doch. Ich musste mich gerade entmuten, also, wie das genau schön heißt. Ja, vielleicht kann man das sogar verknüpfen. Also das Thema Digitalisierung spielt nach meinem Dafürhalten auch eine große Rolle in dem Aktionsplan. Und ich denke, dass wir sozusagen jetzt auch
Wenn wir schauen müssen, was muss obligatorisch gemacht werden, was ist fakultativ, dass das Thema Digitalisierung auch gerade bei der Inklusion ganz nach vorne gehört. Die potenzielle Videobehandlung beispielsweise, aber auch elektronische Patientenakte, all das sind sozusagen Themen, wo wir an der Inklusion arbeiten können. Ich glaube, dass wir das ganz, ganz zwingend nutzen sollten. Vielleicht nur ganz kurzen Ja, danke. Blick. Das war super. Herr Reinhardt, ein kurzer Blick. Ja, Digitalisierung, glaube ich, ist wichtig und kann ich viel zu sagen, wirklich aber im Zusammenhang mit Patientensicherheit mit großen Potenzialen anschauen. Bei der Inklusion, glaube ich, spielt das nicht eine so große Rolle. Da finde ich das, was Herr Duse gesagt hat, nachvollziehbar. Ich finde auch, dass man gesetzliche Normen schaffen muss. Definitiv, wenn es nicht anders geht, mit Übergangsfristen und vielleicht auch der Möglichkeit, dass Menschen, die in sehr alten Einrichtungen sitzen, mit ihren Praxen dann mit etwas mehr Umsicht angefasst werden. Wer sich heute neu organisiert, meine Praxis ist vor 20 Jahren neu bezogen worden, wir sind eine selbstverständlich barrierefrei und das finde ich auch eine Selbstverständlichkeit für eine solche Einrichtung. Insofern würde ich sagen, darf man das auch gesetzlich verankern, damit es da auch tatsächlich wirklich mal irgendwie vorangeht, spürbar vorangeht. Ich würde noch sagen, im nationalen Aktionsplan könnte man unsererseits, ärztlicherseits auch nochmal anbieten, Herr Dusel, das war ein richtiger Hinweis vorhin schon mal von Ihnen, dass wir ja auch im Hinblick auf Ausbildung, also im Rahmen der Approbationsordnung und der universitären Ausbildung, wie auch im Rahmen der Weiterbildung, eigentlich Aspekte im Umgang und der Behandlung von Menschen mit vor allen Dingen Lernbehinderung, aber auch anderen Behinderungen jetzt keine Schwerpunkte haben und vielleicht auch noch ja, Ausbaubedarf. Und dem würde ich mich gerne widmen wollen. Okay, danke schön. An dieser Stelle greife ich den Hinweis auf von einer Zuschauerin. Ich finde, ja, Frau Hagedorn war das, die sagte, wir hätten noch gar nicht Menschen mit seelischen Behinderungen angesprochen. Das sage ich an dieser Stelle einfach mal, weil das gerade passt. Und Herr Schwarze, was wäre Ihre Hoffnung für einen Aktionsplan und worauf muss man achten? Wir müssen Sie einmal entmuten, bitte, oder wenn Sie sich. Ich glaube auch, dass wir gesetzliche Regelungen brauchen, wie Herr Duse das eben angesprochen hat. Auf Freiwilligkeit dort zu setzen, was die Barrierefreiheit angeht, das wird nicht ausreichen. Ich sehe sowohl in der Digitalisierung der Bereiche, wo ich Fortschritte sehe, um Barrieren abzubauen. Ich sehe aber auch neue Barrieren, die sich da aufbauen. Ich nehme nur ein Beispiel, das mich erreicht hat über viele ältere Patientinnen und Patienten, wenn es über digitale Buchungssysteme für Termine in Praxen geht. Und ohne den Enkel oder den Nachbarn ist plötzlich gar nichts mehr möglich. Man kriegt das selbst nicht mehr hin. Da müssen wir aufpassen, dass wir in diesen Bereichen nicht für Leute zusätzliche Barrieren schaffen. Und wenn ich mir den nationalen Aktionsplan angucke, es ist ja im Moment noch die Phase, wo auch Stellungnahmen dazu abgegeben werden können und wo eigentlich im Moment erst alles eingesammelt wird. Dann hoffe ich aber, dass wir nicht nur bei einem Aktionsplan nachher stehen bleiben, sondern auch noch einen Handlungsplan erstellen, wo es denn auch mal wirklich vorangeht in diesem ganzen Bereich. Das fände ich wichtig, dass wir nachher, wenn es nur 3 oder 5 konkrete Schritte sind, die wir auf dem Zettel haben, die wir dann aber auch wirklich umsetzen und nicht nur die Situation beschrieben haben und da steht, man müsste mal. Okay, danke. Herr Dusel, Sie haben schon mal eine Stellungnahme gegeben, die ist deutlich kürzer als eine Minute mit Blick auf den Aktionsplan. Zu spät, zu exklusiv und zu unverbindlich. Das ist ganz fix, aber wo sehen Sie, haben Sie trotzdem Hoffnung oder müssen wir jetzt einen ganz anderen Zugang finden? Was ist da Ihr Weg? Also wenn ich keine Hoffnung hätte, könnte ich meinen Job nicht machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sozusagen bei der Erarbeitung des Aktionsplanes jetzt wirklich nicht nur einen Plan dann irgendwann haben, sondern auch Aktionen. Das ist entscheidend und zwar auch noch in dieser Legislatur. Und ich habe, glaube ich, die Punkte schon benannt. Ich will vielleicht noch auf 3 Punkte eingehen, 4 Punkte, die mir wichtig sind. Zum einen bin ich ganz sicher, dass wir jetzt parallel zum Aktionsplan auch, was die Hilfsmittelversorgung von Kindern mit Behinderungen, mit schweren Behinderungen betrifft, zu einer Entbürokratisierung kommen müssen. Also insbesondere, dass sozialpädiatrische Zentren jetzt bei Verordnungen nicht noch sozusagen gegengecheckt werden durch die Krankenkassen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt zur Barrierefreiheit von Arztpraxen, habe ich was gesagt und ich
spreche auch sehr gerne dann über Budgets irgendwann mal, aber das mache ich erst dann, wenn die Menschen mit Behinderung Zugang zur Arztpraxis haben. Weil wenn sie das nicht haben, weil die nicht barrierefrei ist, weil die gar nicht mit dem Rollstuhl reinkommen, brauche ich über Budgets, glaube ich, auch nicht reden. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir das machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Menschen mit Behinderungen, das ist das, was die Dame gesagt hat, also mit seelischen Beeinträchtigungen, mit psychischen Erkrankungen, dass viele in Krankenhäusern sozusagen ankommen, die da nicht ankommen müssten, wenn es eine vernünftige ambulante Struktur gäbe, gerade für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen. Die fehlt nämlich auch. Und vor diesem Hintergrund habe ich ja gesagt, ist es entscheidend, dass dieser Aktionsplan jetzt auch partizipativ, also mit den Expertinnen und Experten in eigener Sache gemacht werden. Ich freue mich sehr, Herr Dr. Reinhardt, ich sage das ganz bewusst, weil ich Sie als Unterstützer und als Verbündeten begreife, dass Sie sozusagen sich auch in diesen Aktionsplan, was die Aus- und Fortbildung betrifft, richtig mit Ihrer Expertise mit einbringen. Und dann wird es entscheidend sein, dass wir sozusagen im Sommer, davon gehen wir aus, diesen Aktionsplan, dass das Gesundheitsministerium das dann fertiggestellt hat und dass wir dann vom Plan in die Aktion kommen und daneben eben, ich habe es gesagt, IPREG, Behindertengleichstellungsgesetz, Hilfsmittelversorgung, parallele Regeln. Wenn wir das machen, bin ich noch hoffnungsvoller. Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne eine Frage aufgreifen von unserer Zuschauerin Monika Rimbach-Schurich. Sie stellt die Frage im Kontext der Digitalisierung und sagt, wie sollen schwerstbehinderte Menschen die elektronische Patientenakte bedienen können? Die können ja kaum lesen, was auf dem Smartphone steht. Und das können wir, glaube ich, als Pass pro Toto nehmen. Also Digitalisierung birgt ganz viel Potenzial, auch mit Blick auf Inklusion, auf Blick mit Sicherheit ohnehin. Aber wie können wir dieses Potenzial auch fruchtbar machen für alle? Da freue ich mich, wenn Sie auf den virtuellen Buzzer drücken. Herr Dusel tut es gerade, indem er den Finger hebt. Herr Dusel. Indem wir es gut und professionell machen, weil ich glaube, dass die Digitalisierung für Menschen mit Behinderungen große Potenziale bietet, wenn wir einen Fehler nicht wiederholen, den wir so gerne machen, dass wir nämlich erst was hinstellen, sei es jetzt ein Gebäude oder eben eine digitale Infrastruktur, und uns hinterher einfällt, dass sie nicht barrierefrei ist. Ich will ihn gerade für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, weil dazu haben wir zusammen mit Großbritannien bei den Vereinten Nationen ein Projekt gemacht zum Thema Digitalisierung und Menschen mit Lernbeeinträchtigungen. Ganz einfaches Beispiel nennen. Wir alle nutzen Messenger-Dienste. Und viele von uns nutzen auch Sprachnachrichten, also indem man sozusagen in den Messenger eine Sprachnachricht generiert. Das ist für Menschen mit Lernbehinderungen und mit Beeinträchtigungen eine große Chance, weil sie können sozusagen diese Nachricht versenden, ohne dass sie das schreiben müssen und ohne dass sie das lesen müssen, sondern sie hören das, sie sprechen das. Das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel, wo Digitalisierung wirklich segensreich sein kann. Und dann braucht es natürlich auch, und zwar nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für viele, ich denke auch an Menschen, die beispielsweise älter sind, Digitalassistenz. Es braucht Unterstützung, damit man das überhaupt nutzen kann. Aber wenn man es richtig macht, professionell macht, wenn wir verstehen, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsstandard ist für ein modernes Land und nicht nur irgendwas nice to have ist, dann können tatsächlich auch Menschen mit Mehrfachbehinderungen davon profitieren. Noch jemand, der den Buzzer drückt mit Blick auf diesen Aspekt? Herr Reinhardt. Ja, ganz kurz. Ich finde den von Herrn Dusel beschriebenen Zustand oder Vorschlag völlig richtig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir uns vielleicht mal angewöhnen, dass wir Digitalisierung nicht als Big Bang verstehen. Auf den Knopf gedrückt, alles digitalisiert. Sondern dass wir uns auf den Weg machen, das zu tun mit pragmatischen Lösungen und dass wir analoge Wege für einen Zeitraum von vielleicht 10, 12, 15 Jahren einfach daneben her haben werden und müssen. Haben auch die Länder, in denen Digitalisierung im Gesundheitswesen deutlich weiter ist, eben zum Beispiel die baltischen Staaten oder Dänemark, immer gehabt. Diese Transformationsphase haben die auch noch nicht abgeschlossen, aber sie sind deutlich weiter als wir. Und wir sind so als deutsche Perfektionisten, sie sagen immer, es muss am ersten Tag an alles hundertprozentig so sein. Das ist Blödsinn. Und wir müssen viel pragmatischer werden in solchen Dingen und praxisnäher. Und wenn wir das tun, glaube ich, denn, und das sind übrigens nicht nur die Menschen mit einer Lernbehinderung, die da an der Stelle eine besondere Unterstützung brauchen, sondern es sind auch ganz viele Menschen in einem gewissen Alter, die nicht Digital Native sind. Dazu gehört meine Generation eigentlich und ich selber letztendlich am Schluss dann auch noch. Ja? Also, selbst wenn ich mich in manches vielleicht reinfummele, aber es ist dennoch so, dass wir das berücksichtigen müssen. Und darum
würde ich eben zu Pragmatismus dringend raten an dieser Stelle. Aber auf dem Weg machen muss man sich. Okay, Frau Elsner, was hat Sie gerade bewogen? Also, dass die technische Infrastruktur barrierefrei sein muss, das denke ich, das ist selbstredend, das ist ja auch schon gesagt worden. Mich treibt da noch um auch das Thema sozusagen Kompetenzstärkung. Und da geht es auch die Stärkung der Digitalkompetenz. Da haben wir als Krankenversicherung tatsächlich einen Auftrag. Und ich kann für die Ersatzkassen sagen, dass wir da auch ein erstes Projekt haben, die digitale Gesundheitskompetenz zu stärken, weil das sind ja die Beispiele, die genannt worden sind, die im Alltäglichen natürlich sozusagen den Zugang behindern, wenn die Kompetenz nicht da ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir daran arbeiten und dies auch in die Fläche bringen. Okay. Unsere klugen Zuschauenden stellen nicht nur Fragen, sondern geben auch Ideen rein. Und eine habe ich hier für Sie, insbesondere Herr Schwarze von Professor Dr. Günther Jonitz, der sagt mit Blick auf Sicherheit, man könnte ganz simpel die Krankenhäuser belohnen, die Sicherheitskultur regelmäßig evaluieren. Das klingt jetzt erstmal schlicht und ergreifend. Was sagen Sie? Ja, ich glaube, es wird nicht nur über Belohnungssysteme funktionieren, sondern ich glaube, es wird auch klare Rahmenbedingungen geben müssen, die die Sicherheitsaspekte weiter nach vorne stellen. Also auch da bin ich der Meinung, eine reine Freiwilligkeit oder ein Belohnungssystem wird an den Stellen nicht ausreichen. Wir arbeiten ja in der Krankenhaustransparenz, dass es für die Patienten einsichtiger macht, welches Haus welche Leistung besonders gut kann. Aber auch hier wird, glaube ich, für die Patienten nicht sehr schnell transparent werden, welches Haus besonders gut mit solchen Systemen umgeht und seine Sicherheitsstandards da steigert. Also ich glaube, es muss hier Rahmenbedingungen geben, die auch gesetzlich festgeschrieben sind, um diesen Prozess nach vorne zu bringen. Ich erwarte mir übrigens gerade beim Thema Patientensicherheit durch die Digitalisierung erhebliche Fortschritte. Dass zum einen, wenn ich ins Krankenhaus reinkomme, durch die entsprechenden Befunde und Medikationen, die ich bekomme, auf meiner elektronischen Patientenkarte dann schon mal mehr über mich bekannt ist und ich dadurch auch zielgerichteter behandelt werden kann. Und auch Fehler vermieden werden. Ich erwarte mir das aber auch auf Dauer bei den Medikationen und hoffe, über diese Stellen wirklich auch einen Fortschritt in dem Bereich Patientensicherheit. Dankeschön. Wir haben noch wenige Minuten und die möchte ich noch ein bisschen weihnachtlich mit Ihnen gestalten. Als Kinder hatten Sie alle die Kompetenz, Wünsche zu komprimieren. Und in einem Wort zu schreiben, vielleicht viele einzelne Wörter, aber Wunschzettel bestehen aus einzelnen Wörtern. Könnten Sie nochmal, wenn Sie jetzt die Gelegenheit haben, Herrn Lauterbach oder wem auch immer was zuzurufen, und die Gelegenheit haben Sie ja tatsächlich, aber was stünde ganz oben, welches Wort auf Ihrem Wunschzettel für ein System, das sicher ist, das inklusiv ist und allen besser gerecht wird? Herr Schwarze, Sie lächeln so souverän. Das sieht so aus, als hätten Sie schon. Ich lächelte gerade bei dem Versuch, das in ein Wort zu packen. Ja, das ist die Kunst jetzt. Das ist die Kunst. Die ist tatsächlich nicht so einfach zu erfüllen. Aber ich versuche es mal in einem Satz. Ich wünsche mir ein Gesundheitssystem, bei dem jeder, der da drin landet, sich angenommen und aufgenommen fühlt. Und gerade in der Situation, wo ich krank ankomme, sind wir alle darauf angewiesen, dass es barrierefrei ist. Dankeschön. Das war ein Satz mit drei Kommata. Naja, aber es ist ja Weihnachten. Frau Elsner. Thomas Mann lässt grüßen. Ja, genau. Frau Elsner, was ist Ihr Wunsch? Ich würde das mal in dem Wort Patient Ihnen Orientierung zusammenfassen wollen. Dankeschön. Herr Reinhardt. Ich würde sagen, dass die Leitschnur für Handeln im Gesundheitswesen und politischen Handeln ein menschliches Miteinander sein soll. Mhm.
Dankeschön. Und Herr Dusel, der Meister der Improvisation. Zugänglichkeit. Einfach nur das Wort Zugänglichkeit. Ja. Ich halte es sonst sehr mit Thomas Mann, aber da bin ich sehr verkürzt. Dankeschön. Ja, das kann ich mir auch jetzt wunderbar in Kombination insbesondere mit Herrn Reinhardt auch und Frau Elsner als Überschrift vorstellen über dem Aktionsplan, wann auch immer der dann fertig ist. Mal gucken, es bleibt spannend. Werte Gäste, ich hatte den Nils Reit eingangs gefragt, ob wir jetzt am Schluss noch zusammen ein Lied singen. Seine Gesichtsfarbe veränderte sich. Das lasse ich, glaube ich, sein. Und ich wünsche Ihnen einfach im Namen unserer Gastgebenden auch ganz schöne Tage jetzt, ob Sie Weihnachten feiern oder nicht, aber alles Gute in dieser Zeit und hoffentlich gehen ein paar der Wünsche in Erfüllung und Sie tragen dazu bei, indem Sie hier mitdiskutieren. Vielen Dank Ihnen allen, auch Ihnen, die Sie Fragen und Anregungen gegeben haben. Und Nils Reit hatte ja eingangs auch darauf hingewiesen, es ist dies nicht das letzte Format, sondern das erste, das hier zusammenbringt, was zusammengehört. Und so bin ich gespannt auf Weiteres. Und die Fragen, die wir heute nicht ganz berücksichtigt haben, ist aber, glaube ich, so halbwegs alles zu war, nicht ganz, die werden wir dann aufgreifen in einer der nächsten Veranstaltungen im Frühling. Ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt im Winter dabei waren und jetzt können auch Sie Geschenke kaufen oder sonst was. Dankeschön, auf bald. Tschüss. Schönen Abend, alles Gute, schöne Feiertage. Tschüss. 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 Tschüss.